Ihr seid die Besten. Wir haben die 2400 Abos geknackt. Unsere Community wird größer und größer. Jetzt geht es schon auf die 2500 Abonnenten zu. Das schaffen wir doch. Abonniert ist es nämlich kostenlos. Und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Das wäre super. Dankeschön. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute, wie im Titel schon eingeblendet, reagieren wir heute auf Leon Mascher. Und zwar auf den Song Venezuela. Venezuela. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung nach. Und viel Spaß mit dem Video. So, jetzt sind wir hier auf dem Kanal Leon Mascher. Er hat 2,42 Millionen Abonnenten, 32.537 Likes auf den Song und 12.648 Dislikes. Lesen wir doch mal ein paar Kommentare vor. Fun Fact, Doppelpunkt. Die Sängerin hat auch die Honk von Warum lügst du von SSIO gesungen. Kenn ich nicht. Muss ich das kennen? Keine Ahnung. Dieser Moment, wenn Unges Reaktion mehr Klicks hat als der Song. Ja, das ist echt häufig so. Und der letzte Kommentar. 2021 Leon Mascher und Unge Madeira FT Loredana. Verstehe ich nicht. Aber let's go mit der Reaktion. So, also, bevor wir starten, ist es eine schöne City. Naja, geht so, ne? So, let's go. Boom. Produktionsplatzierung dieses Video wird unterstützt durch edeloptische Hashtag Werbung. Ja gut! Immer diese Werbung, ey. Du bist heiß und ich bin wieder im Fieber. Wie du tanzt, ist andere Liga. Beat mag ich wie immer. Text, Geschmackssache bis jetzt. Video, ganz okay. Ein bisschen pervers bis jetzt. Aber sonst eigentlich okay. Ja, in dir brennt das Feuer, denn du bist so wie Venezuela. Raubst mir den Verstand, die Bandita. Deine Liebe brennt wie Tequila, jeder Tag mit. Brennt Tequila wirklich so? Also, ich habe das immer nur so gehört, dass Tequila brennen soll, aber ich weiß nicht. Dir ist ein Risiko. Frauen, doch keine, die dein Vibe hat. 100.000 Likes, weil du den Fashion Overstyle hast. Was ist das? Keine Ahnung. Dein Temperament setzt ein Feuer in Gang. Aber ich komm damit klar, so wie ein Feuerwehrmann. Du bist meine Miss Universe, so wie Captain Marvel. Der perfekte Mix aus Harley Quinn und Meghan Markle. Meine Latina. Kennen beide nicht. Du brauchst kein Kaviar. Ich bin Albaner, doch heute Nacht werde ich zum Spanier. Dein Style ist nicht von dieser. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Verstehe. Warum liegt die eigentlich die ganze Zeit auf einem Bett? Entweder mit rotem oder grünem Licht. Also und andere Stand. Can you explain me that in the commies? Yes, sing. Nicht ums Geld. Es gibt nicht viel. Oder Leon Mascher ist auch entweder am Saufen oder in einem roten Raum. Der seine Tage oder was? Die wissen, was ich mag, deshalb höre ich nur auf dich und die Stimme, die mir sagt. Sie hat den Vibe aus Venezuela. Die ist schon wieder in einem roten Raum oder ist es Leon Mascher? Ich check's nicht. Sie ist aus dem Paradies, aber sie weiß, wie man schießt, ihre Liebe. Jetzt sind die in einem orangenen Raum gewesen. Ist das jetzt hier so farbmixig? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Yeah. Oh, protestieren die? Oder machen die gerade ein Musikvideo? Das habe ich jetzt nicht so. Protestieren die oder machen die Musikvideo? Der hat bestimmt Corona, ey. Wenn man Fieber hat, nee, Corona. Abstand halten. 1,50. Das ist kein Mindestabstand. Das sind wenigstens, das sind so 20 Zentimeter. Andere Liga, in dir brennt das Feuer, denn du bist so wie Venezuela. Raubst mir die. Die sind alle echt knapp gekleidet. Den Verstand, die Bandita. Deine Liebe brennt wie Tequila. Jeder Tag mit dir ist ein Risiko. Wie viele Tänzer oder Tänzerinnen haben die da jetzt? Manchmal weiß ich auch überhaupt nicht, ob das Männer mit Perücken sind oder Frauen sind. Venezuela, Baby, du bist spannend wie ein
Die sind schon wieder in einem grünen Auto. Warum ist da alles grün oder rot oder orange oder die protestieren oder trinken irgendwas? Check ich nicht. Actionfilm, du bist keine, die den ganzen Tag nur Netflix will. Du würdest für mich schießen, wenn du musst, doch wenn alle anderen gehen. Denkt sich auch nur so. Ich verstehe nicht, was du sagst. Was du sagen, ich nick verstehen. Ich weiß, sie bleibt bis zum Schluss. Weil die guckt die ganze Zeit nur so. Ja, ja. Aha. Ja, ich verstehe trotzdem nichts. Wir sind reich, auch ohne 100.000 Dollar. Scheiß auf Benz oder Beamer, wir drehen Runden auf dem Roller. Nur für dich verbrenne ich meine Platin und die Goldplatte. Eine Goldplatte? Oh. Du warst schon da, als ich damals noch keinen Erfolg hatte. Wir beide hatten jahrelanges Drama. Die Dua Semmer, alles kommt zurück, nenn es Karma. Es gibt nicht viele Frauen, die wissen, was ich mag. Deshalb höre ich nur auf dich und die Stimme, die mir sagt. Sie hat den Vibe aus Venezuela. Was ist überhaupt ein Waldbus? Oder verstehe ich das alles falsch? Ich check's nicht. Bin ich zu doof dafür, um das zu verstehen? Oder was löst? Sie ist aus dem Paradies, aber sie weiß, wie man schießt. Ihre Liebe, die Venezuela. Ihre Liebe ist Venezuela. Ist das Spanisch oder was los hier? Ich check's nicht. Heißt Venezuela irgendwie heiß, weil die im Titel ja hier eine Palme und eine Sonne haben. Ich habe gerade gegoogelt, das ist ein Land. Wieso leidet die an der Krankheit oder warum ist das Risiko? Ich check's nicht. Protestanten. Ah, oh, die singen in einem Chor. Ich will auch mitmachen. Venezuela, ja. Das ist alles nur Spaß, Leute, ne? Ja, war ganz interessant, das Video. Ich habe davon eigentlich nichts gecheckt. Trotzdem war das Video irgendwie gut. Den Song fand ich okay. Also von dem Songtext war es ein bisschen verwirrend. Von dem Video war es auch ein bisschen verwirrend. Aber Beat und so hat mir gefallen. Also die Stimmen haben auch gut zu dem Beat gepasst. Das hat mir sehr gefallen. Aber wie gesagt, Video und Text habe ich nicht so ganz verstanden. But I think that's okay. Und bitte nehmt das Video hier nicht so ernst, ne? Also ich meine, ihr seid hier auf meinem Kanal angekommen. Es ist Zeit zu sagen, dass dieser Kanal aus Ironie und Spaß besteht. Deswegen, hallo Freunde und ich hoffe, wir können dann sehr viel Spaß miteinander haben. Und schwarzen Humor müsst ihr auch besitzen, sonst wird es hier nämlich kritisch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu diesem Song in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das verstanden habt, weil ich bin ein bisschen verwirrt so. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir auf die richtigen Sprünge helfen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, Santi ist wieder aktiv. Ciao, ich bin Santi.